Herzlich willkommen, schön euch zu sehen. Wir befinden uns hier im Kloster der heiligen Jungfrau Maria und des heiligen Mauritius im Tal Gottes in Brenkhausen bei Höxter. Ich freue mich, dass ihr gesund und heil gekommen seid und wünsche euch einen wunderbaren Aufenthalt hier. Begeisterung sieht anders aus. Es ist definitiv Schock für mich, nachdem ich realisiert habe, dass es doch kein Partyurlaub wird. Auf gar keinen Fall gehöre ich hierhin. Ich lade euch ein, mitzukommen. Wir gehen eine Etage höher und dort sind wir uns zusammen und will euch ein bisschen über die Klosterregeln was verkünden. Damit ihr erfährt, wie hier die Handhabung und die Regeln des Klosters sind. Wir machen uns auf dem Weg eine Etage höher. Bitte schön. Für die nächsten 8 Tage beginnt hinter dieser Tür ein neues Leben für Fabian, ihn und Fabio. Willkommen im Kloster. Im koptischen Kloster in Brenkhausen steht Verzicht an oberster Stelle. Bischof Damian bittet die drei Jugendlichen ins Noviziat, wo Fabian, ihn und Fabio nun erfahren werden, was sie die nächste Woche entbehren müssen. Lieber Jan, lieber Fabian, lieber Fabio, ich würde sehr gerne die Regeln des Klosters hier verkünden. Wir haben vor, um 6 Uhr aufzustehen. Ich habe keinen Bock darauf, ich mach den Scheiß nicht. Kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Ihr wollt mich verarschen. So dass wir um 7 Uhr zum Gebet zusammen in die Kapelle runterkommen können. Im Kloster sind keine Drogen erlaubt. Wenn mir jetzt jemand Regeln vorsetzt, würde ich sie an sich erstmal nicht befolgen. Kein Alkohol. Das letzte Mal besoffen war ich vor 4 Tagen. Aber so richtig. Keine Zigaretten, kein Handy oder andere Technik. Ohne Handy, das geht gar nicht. Also das geht gar nicht. Mein Handy ist wirklich so mein Heiligtum. Kein Sex, züchtige Kleidung. Was meinen Sie denn direkt? Was stellen Sie sich unter unserer Kleidung vor? Also wie sollen wir rumlaufen? Also wenn es geht, nicht unbedingt mit kurzer Hose, muss nicht unbedingt mit Unterwäsche. Okay. Aber wir sind im Sommer und T-Shirt, das ist schon erlaubt. Und ich vertraue auf eure Vernunft. Ich hatte sehr große Angst, dass ich selber sowas anziehen muss wie die. Das wäre ein absolutes No-Go gewesen, weil das das Wichtigste ist für mich. Wenn ich mich in anderen Klamotten nicht wohlfühle, dann... Dann geht meine Laune auch rapide runter. Keine Schminke, Styling. Oh, nach dem Handy sind das die zwei wichtigsten Dinge in Fabios Leben. Baby, ich trag so viel Make-up, Make-up. Die extravaganten Looks des Berliners gehören zu seiner täglichen Morgenroutine. Um meinen persönlichen Beauty-Standard zu erfüllen, mache ich alles von Nägeln bis Accessoires, Make-up komplett, Haare, von Fuß bis Kopf muss alles sitzen. Für den 19-jährigen Make-up-Junkie ist sein gepflegtes Äußeres ein absolutes Muss. Warum? Wer will nicht top aussehen? Was bedeutet kein Make-up, kein Styling? Also ich würde keinen Lippenstift, kein Eyeliner und keinen Schmuck und nicht unbedingt Engelflügel. Hier ist ein Kloster. Also die Nägel kann ich mir nicht abmachen. Wird sich Fabio überwinden und hier auf sein Styling verzichten? Ich denke mal, die Kunst darin wird jetzt sein, Make-up zu tragen, ohne nach Make-up auszusehen. Der Bart wird nicht rasiert. Wie, ich darf mich nicht rasieren? Ich darf mir meine Haare nicht geben? Wie sehe ich denn aus? Bei aller Liebe, das ist nicht okay. Ich muss das definitiv tun, sonst sehe ich danach aus wie einer von denen. Ich erwarte, dass die Jugendlichen keine Zeit vor dem Spiegel verbringen und dass sie mehr auf ihre inneren Werte achten und keine Zeit opfern, um ihre äußerliche Schönheit noch zu verbessern. Nachtruhe um 22 Uhr. Wenn einer sich nicht an die Regeln halten müssen, alle drei Jugendlichen gemeinsam dafür gerade stehen. Die Regeln des Klosters besagen, dass wir uns während des Aufenthaltes im Kloster uns von Portemonnaie, von Handys und von Zigarettenschachteln trennen müssen. Deswegen bitte ich euch, diese Dinge Pater Polycarpus auszuhändigen.
Damit verzichten Ian, Fabian und Fabio nun 8 Tage lang auf alles Weltliche und auch auf den Kontakt zur Außenwelt. Der Moment, in dem ich mein Handy ablegen musste, war schon ziemlich nervig, weil ich konnte mich nicht mal mehr von Familie und Freundin verabschieden. Das war ein bisschen schwierig. Ob die gemeinsame Entbehrung zusammenschweißt? Er sagt, wenn einer Scheiße baut, werden alle 3 bestraft. Das heißt, für jeden Kack, den er oder er macht, kriege ich auf den Arsch mit. Und dann dachte ich, okay, gut, sitzen alle an einem Boot. Also dasselbe wird verlangt, ich gebe mein Handy auch ab. Kein Handy? Für Social-Media-Junkie Fabio der Super-GAU. Dieser Moment, mein Handy abgeben zu müssen, das war eigentlich wie so eine Starre. Ich habe mich gezwungen gefühlt, es abzugeben. Ich weiß noch nicht wirklich. Also ich, natürlich finde ich scheiße. Fehlt nur noch der Geldbeutel, Fabio. Fabio, wo bleibt dein Portemonnaie? Das möchte ich nicht abgeben. Ich vertraue den Leuten nicht, die das dann verwahren werden. Wenn wir dir versichern, dass wir das sehr sorgfältig aufbewahren und ich trage dafür die volle Verantwortung, würde das gehen? Ich sehe jetzt auch keinen Sinn darin, meine Kreditkarten oder Personalien abzugeben. Fabio bleibt sperrig. Damit macht er sich bei Ian und Fabian allerdings eher unbeliebt. Ich fand scheiße, dass Fabio sich erstmal irgendwie noch verhandeln wollte oder irgendwas. Ich meine, ich habe das ja auch nicht mit meinem Schmuck gemacht. Ich habe meinen Schmuck abgenommen, ich habe das so akzeptiert und hingenommen, wie er das von uns verlangt hat. Wir sitzen alle zusammen in einem Boot. Ich komme da nicht raus, er kommt da nicht raus, er kommt da nicht raus. Es tut mir halt leid, das zu sagen, aber wie mache ich einem was vor? Ich vertraue keinen Menschen, außer halt den Menschen, die mir nahe stehen. Ich persönlich würde es respektieren und ich habe voll Vertrauen zu deinem Verhalten und bin fest überzeugt, dass du an die allgemeine Regel hältst. Da mache ich mir keine Sorgen. Selbstverständlich. Zeit. Wir müssen ihm ein Vertrauensgefühl geben und wir müssen nicht immer mit dem Schlimmsten rechnen. Und vielleicht kann dieser Vorschuss an Vertrauen behilflich sein, einen neuen Anfang mit ihm zu machen. Dann möchte ich euch auch für euer Vertrauen ganz herzlich bedanken und wünsche ich euch gesegneten und friedvollen Aufenthalt in unserem Kloster. Fast ohne Murren haben die Jugendlichen ihr Hab und Gut abgegeben. Sie lassen sich auf die Regeln des Klosters ein. Dass die 3 ab sofort in Gehorsam und Bescheidenheit leben und auch arbeiten sollen, ist ihnen wahrscheinlich noch nicht so klar. Wir werden überprüfen, welche Talente sie haben und versuchen, diese Talente zur Entfaltung zu bringen, dass sie mitmachen und dass sie eine Bewegung erfahren und dass sie eine Veränderung verursachen. Vielleicht schaffen wir es, die Lebensqualität von Jugendlichen zu verbessern. Dann haben wir etwas Gutes für Deutschland getan. Mit Einbruch der Dunkelheit beziehen die 3 im Gästetrakt des Klosters ihr Quartier für die kommenden 8 Nächte. So, bitteschön. Jen, kriegst du ein Einsiedlerzimmer? Vielen Dank, vielen Dank. Jeder der 3 Jugendlichen bekommt sein eigenes, bescheidenes Zimmer mit Nasszelle. Hier sollen sie lernen, sich zu finden. Wir verzichten auf Luxus. Wir leben sehr bescheiden. Es ist alles schlicht, einfach. Man ist eigentlich sehr genügsam oder dankbar für das, was vorhanden ist. Ich wünsche dir eine gute Ruhe, gesegnete Nacht. Und bis morgen, denke daran, dass wir morgen früh aufstehen. Es wird für die Jugendlichen eine Umstellung sein, früh aufzustehen und relativ früh ins Bett zu gehen. Aber wir schaffen nach Möglichkeiten einen Rhythmus und vielleicht führt das zur Ordnung des Lebens der Jugendlichen in dieser Woche. Werden die Klostergäste hier wirklich zur inneren Einkehr finden? Ich werde auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt sein. Also ich werde mit einem Auge offen schlafen. Über 4 Stunden mit Sekt in der Stretch-Limousine hinterlassen ihre Spuren. Bei Ihnen und Fabian gehen schnell die Lichter aus. Fabio hingegen lässt sich Zeit beim Auspacken, denn er macht sich Gedanken, ob das Kloster der richtige Ort für ihn ist. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall das nicht gewöhnt bin, alleine, vor allem auch in so einem fremden Ort zu sein. Aber ein Abbruch kommt jetzt noch nicht in Frage. Fabio verfolgt mit der Teilnahme am Experiment nämlich ein ganz bestimmtes Ziel. Natürlich möchte ich auf jeden Fall mehr Follower haben. Deswegen hoffe ich, dass ich halt auch irgendwie mehr Menschen erreichen kann und mehr Menschen halt sein kann, wer ich bin. Der 19-Jährige ist also nicht hier, um neue Freundschaften zu knüpfen. Kann er dennoch über seinen Schatten springen und in der Gemeinschaft leben? Mit Fabian und ihm hat er schließlich nicht viel gemein. Fabian und Ian wirken auf mich auch auf jeden Fall schon, dass sie einen besseren Draht miteinander haben. Wir werden danach eh nie wieder was miteinander zu tun haben und das will ich auch gar nicht. Also von daher ist mir das echt egal. Harte Worte.
Aber vielleicht schläft Fabio erst mal eine Nacht drüber.